Unsichtbarer Pirscher verbesserte Hast. Ist auch nicht schlecht. Oh, verbesserte Hast wirkt nur auf ein Wesen. Verbessert aber drei Angriffe, verdoppelt die Zauber, die Anzahl der Angriffe, die ein Wesen pro Runde durchführen kann. Wahrer Blick, Wort der Macht, Stille, Zauberabwehr. Und ich merke gerade, das ist Kettenblitz, Knochenwurfpfeil, Kugel der Verwundbarkeit, Leichnamsberührung. Oh, der Lindwurmruf. Den würde ich am liebsten lernen. Aber Notfall wäre auch nicht schlecht. Schutz vor magischen Waffen. Schutz vor magischer Energie. Das Problem ist, Todeszauber könnte auch eigene Leute töten, Seelenfresser. Seelenfresser kann ich auch Leute töten. Frostsphäre. Ja, wenn man den Gegner damit verf wenn der Gegner einen Rettungswurf macht, dann verfehlt er. Antimagische Schutzhülle. Nee, das ist nicht so praktisch. Ablenkung ist so lala. Also das macht unsichtbar und komische Dinge, Magie durchdringen. Ein Prozent die Anwenderstufe des Anwenders gesenkt. Oh, und das ist eigentlich auch praktisch. Tödlicher Nebel wäre auch nicht schlecht. Ach komm, nehmen wir den Turm. Sollst du noch einen Stufenaufstieg? Trefferpunkte und alles. Ja. 12, 12, 6, 6, 5. Lindwurmruf, ja, vorwärts. so, was haben wir hier drin noch? Was ist los? Such mal nach Fallen, sicherheitshalber. Ich tu's. Tränke. Noch mehr Tränke. Dolche. Bärenfellteppich. Unheimliche Statuen von vier Dienstmägden flankieren diesen Kamin. Die Statuen sind eindeutig nicht von Zwergenhand gefertigt. Vielleicht sind das gar keine Statuen. Buch der Golem erschaffen. Du bist jetzt total überladen. Wer hat noch anderes Zeug? Gut, da gucken wir mal. Robe der Entblößung, aber das wird bei dir nicht besser sein als die hier. Weil die Stärke 1899 macht und zwei Konstitutionen gibt. Ich glaube, eine bessere Robe gibt's gar nicht. Schild plus 1. Dadurch können wir dich identifizieren.
Oh, neuer beschlagener Lederwams vielleicht für sie. Beschlagener Lederwams plus 2. Du hast einen beschlagenen Lederwams plus 2. Ja. Handschuhe der Elfenmacht. Rüstungsklasse Stärke Rettungswurf. Hm. TV. Kann nicht verwendet werden von Barde, Kleriker, Druide, Kämpfer. Kleriker fällt raus. Kämpfer fällt raus. Paladin fällt raus. Waldläufer. Hä? Ich sag bloß, dieses Ding ist für... Nee, Barde ist weg. Dieb ist auch weg. Wer zur Hölle kann die verwenden? Okay. Feuerschalam, du kannst alles wieder anziehen. Wer auch immer die verwenden kann. Die Salamanderzunge. Ist gar nicht mal so schlecht. Und die ist unauffindbar auch noch. Okay, aber ist nicht so toll. Armbänder, Trank. Oh, Verwundbarkeitstrank. Und ein Explosionstrank. Dieses Buch scheint eine Anleitung zu sein, die beschreibt, wie Malavon die beiden Eisengeborenen gebaut hat. Es enthält außerdem einige seltsame Sprüche, die Befehle zu sein scheinen. Ah, Mist. Damit hätten wir wohl die Golems gegen Malavon richten können. Abwehrbänder, die niemandem was nützen. Also auch nur Tant. Statischer Dolch ist auch nicht so der rauschend. Und der Dolch? Magierdolch. Ja, sehr schön. Magierzauber. Da du aber eher einen Stab trägst. Gut. Sag weiter! Das heißt, wir können zu der. Oh, haben wir das Ding schon geplündert? Nein, noch. Ganz. Wenn das so weitergeht, unser Tankbehälter ist voll. Gut, gucken wir nochmal zur Sicherheit. Ob alles leer ist. Das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr gewusst, dass es hier ein Golem-Buch gibt für die beiden Golems im Malavons Palast. In Ordnung. Hm. Naja. Kann ich alles haben, oder? So. Hallo, wollt ihr irgendetwas? Ja, ich habe den Trank gefunden. Jetzt, da Markev nicht mehr da ist, hält mich an diesem Ort eigentlich nichts mehr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich denke, ich sollte den Trank nehmen und diesen ausgestorbenen Palast verlassen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Lebt wohl. Ihr habt die Notfallzauber, die Malavon auf seine Schwester Ginafee verhängt hatte, gebrochen und sie befreit. Ja, und damit nochmal 80.000 Erfahrungspunkte.
Okay, welches... Habe ich noch ein Abzeichen hier drin, so völlig aus, was ich gebunkert? Nein. Das heißt, welche Abzeichen haben wir? Das hier ist... Krelak, das war der Horrorhäuptling. Joril war der Riese. Malavon der Dunkelelf. Und Markev, den wir gerade hatten. Einverstanden. Zwei fehlen also noch. Ihr zwei, Markev ist weg. Ja, danke, Liebwohl. Okay. Jetzt können wir ja mal den Gnomen das Essen bringen. Vorwärts! Also ehrlich, haben wir noch was mit den Gnomen hier in der in den Minen noch zu tun. Ich habe euch etwas zu essen aus dem Palast mitgebracht. Na, ich will verdammt sein. Ich hätte nicht gedacht, dass uns jemand hilft. Ihr scheint gar nicht zu übel zu sein. Vielleicht könnt ihr uns noch bei etwas anderem helfen. Ja. Ihr habt Gegenstand von unserer Kartoffeln, 80.000 Erfahrungspunkte. Sicher, sagt mir einfach, was ihr braucht und ich werde sehen, was ich tun kann. Mein Volk befindet sich nicht weit von hier in einem Lager. Die Alkolosse haben es bisher noch nicht aufgespürt, aber es kann nicht mehr lange dauern. Wenn ihr es bis dahin schafft, könnt ihr euch dort verstecken. Wir würden es natürlich sehr zu schätzen wissen, wenn ihr uns gegen die Erdkolosse verteidigen würdet. Wie komme ich dorthin? Geht zur Nordostecke der Grube, bis ihr zu einer Hochebene kommt. Lauft dort eine Weile herum, damit die Erdkolosse auf mich aufmerksam werden. Ich kann schon jetzt spüren, wie sie unter uns graben. Wenn sie durch sind, könnt ihr das gewundene Tunnellabyrinth auf der anderen Seite betreten. Mit den leuchtenden roten Edelsteinen findet ihr den Weg zu unserem Lager. Warum benutzen die Erdkolosse den Pfad nicht, wenn man ihm so leicht folgen kann? Hey, das ist so. Die Augen der Erdkolosse können rotes Licht nicht besonders gut sehen. Besonders, wenn sie graben. Sie haben eine seltsame, klare Haut über den Augen, die sie vor Geröll schützt, wenn sie umherhassen. Es ist fast für sie unmöglich für sie, den besonderen Farbton des Diamantenlichts auszumachen. Hm, interessant. Danke, Tarnhelm. Also ja, wieder hier oben hin. Ansonsten sind hier nur normale Tiefgnome. Also hier durch die Wand. Meinte er. Ja, da kommen drei Erdkolosse. Mögen die Götter euch gnädig sein. Okay, ja. Ich nehm's zurück. Ich tu's. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Jawohl! Ich werde tun, was ich kann. Okay, das schreit nach Hast. Und na, ja, du sprichst Hast. Achso, du bist... Hilft mir doch. So hatte ich das nicht geplant. Ich hoffe, wir haben... Ja, wir haben sofort Autosave. Einverstanden. Gut, jetzt können wir das Ganze nochmal versuchen. Das sind verdammt viele Erdkolosse geworden. Ich hatte nicht so viele in Erinnerung an der Stelle. Kann ich helfen? Ist etwas nicht in Ordnung? Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Präsident. Ein Befehl? Ja.
soll geschehen. Stirb now. Was? Wenn...